Hier gleich noch ein Video für die deutschsprachigen Freunde aus Deutschland und auch aus der Türkei. Seragne spricht hier aus Ankara, die Anwenderin und Ausbilderin der Refik Korkmaz Lehre Modul 1, Modul 2 und Modul 3. Diese Ausbildung könnt ihr in Ankara von mir von Angesicht zu Angesicht bekommen oder auch auf der ganzen Welt, nicht nur in der Türkei und in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt über das Programm Zoom Online von zu Hause aus. Was lernt man im ersten Modul? Im ersten Modul lernt man das Tiersymbol, das Natursymbol und wie man damit arbeitet, wie man damit eben alle Beeinträchtigungen und auch Krankheiten heilt. Man lernt, wie man nachschaut, ob eine Krankheit genetisch ist oder nicht. Und wenn sie genetisch ist, ob sie von der Seite der Mutter kommt oder ob sie von der Seite des Vaters kommt und wie man sie heilt. Und wann eine Krankheit entstanden ist, aus welchem wahrscheinlich schlechtem Erlebnis heraus diese Krankheit entstanden ist und zu welchem Zeitpunkt und wie man sie eben heilt. Man lernt, wie man physischen wie psychischen sexuellen Beeinträchtigungen und Hindernisse und Störungen heilt. Da kann man eben auch ebenfalls gucken, aus welchem Grund und zu welchem Zeitpunkt diese Störung eingetreten ist. Dann lernt man Liebesleben, Liebesbeziehungen zu heilen, wenn sie verheiratet sind, wenn sie eine Beziehung haben und die läuft nicht so gut, wie man sie wieder heilt, wie man wieder zueinander findet, wo die Liebe wieder funktioniert, wo die Kommunikation wieder funktioniert. Oder wenn sie gar keine Beziehung haben, sich aber eine wünschen, wie man eine Beziehung in das Leben einlädt und herbeiruft. Oder wenn sie Probleme haben innerhalb der Familie mit ihren Geschwistern, mit ihren Eltern, Großeltern oder aber auch mit anderen Leuten, Freunde, Nachbarn, wie man diese Zweierbeziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen wieder heilt, wie man mit den Leuten wieder eine funktionierende zwischenmenschliche Beziehung herstellt. Wenn ihr diese Ausbildung von mir in Ankara von Angesicht zu Angesicht oder bei euch zu Hause online über das Programm Zoom erhalten wollt, dann ruft mich bitte an. Ich habe eine türkische Nummer und auch eine deutsche Nummer. Ihr könnt mich über beide auf jeden Fall per WhatsApp erreichen. Meine türkische Nummer lautet